Conor McGregor gewinnt im Titelkampf gegen Charles Oliveira. Und dann kommt Khabib zurück, um sich an Conor zu rächen. Ja! Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, Conor McGregor hat nach dem Kampf zwischen Dustin Poirier und Charles Oliveira getweetet: Wann bekomme ich den Titelkampf gegen Oliveira? Und obwohl die meisten darüber einfach nur lachen konnten und das niemals für möglich gehalten hätten, bekommt Conor, so wie es ausschaut, tatsächlich den Titelkampf gegen Oliveira. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie es überhaupt zu diesem verrückten Ereignis kommt, gibt's erstmal 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt's einen saftigen Rabattcode. Geld regiert die Welt. Ja, dieses Sprichwort sollten wir alle kennen. Und alles, was mit Conor McGregor zu tun hat, bringt einfach nur einen Haufen Schotter. Der Typ ist eine Marke, die mit nichts anderem verglichen werden kann. Daher wundert es mich gerade überhaupt nicht, dass ein Kampf zwischen Conor McGregor und Charles Oliveira tatsächlich in Gesprächen ist. Und das, obwohl Conor McGregor in 2 aufeinanderfolgenden Kämpfen brutalst auseinandergenommen wurde und aktuell sogar noch ein gebrochenes Bein abheilt. Eigentlich sagte Dana White ja, dass Justin Gaethje als Nummer 1 Herausforderer die nächste Möglichkeit bekommt, um den Titel gegen Charles Oliveira zu kämpfen. Doch Oliveira sagte vor knapp zwei Tagen selbst in einem Interview, dass er sich zwar jedem entgegenstellen wird, dem ihm die UFC dahinstellt, aber er einen Kampf gegen Conor McGregor aus finanziellen Gründen dem Kampf gegen Justin Gaethje bevorzugen würde. Er sagte, der Gürtel gehört sowieso mir. Die Gewichtsklasse muss einfach etwas warten. Es gibt nichts anderes zu tun. Wir müssen an unsere Familien und Kinder denken. Viele Fans werden sich da jetzt bestimmt ein bisschen drüber aufregen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer kann ihm das übel nehmen? Oliveira hat im Kampf gegen Dustin $492.000 Kampfgage kassiert. Dazu kam ein $50.000 Bonus für die Performance des Abends, diverse Sponsorings und eine Beteiligung an den Ticketverkäufen, womit er etwa aufgerundet $1 Million kassiert hat. Wenn man das mal vergleicht mit beispielsweise dem letzten Kampf zwischen Dustin Poirier und Conor McGregor, dann sieht man halt ganz deutliche Unterschiede in der Bezahlung. Conor McGregor hat bei dem letzten Kampf weit über $10 Million kassiert, während Dustin nur für den Kampf schon $1 Million bekommen hat und mit Sponsorings und Ticketverkäufen an die $3 Millionen rangekratzt hat. Wenn ein Kampf zwischen Charles Oliveira und Conor McGregor auch nur halb so viele Tickets verkauft wie Dustin gegen Conor, dann wären das immer noch $2 Millionen, mindestens $2 Millionen für Oliveira. Das ist einfach doppelt so viel wie die höchste Gage, die er bis jetzt in seiner gesamten Karriere verdient hat. Da ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn er jetzt nach 11 Jahren in der UFC, nach 29 Kämpfen und wo er gerade Champion geworden ist und beginnt ein wenig Geld zu verdienen, zuerst diesen Moneyfight dazwischen schieben will, um nochmal richtig abzukassieren, bevor er sich anderen Gegnern stellt, die im Moment möglicherweise eine etwas größere Gefahr darstellen als Conor. Denn Conor befindet sich aktuell sowieso in einer etwas unsicheren Lage. Während die ganzen Fighter vor einigen Jahren noch richtig Panik vor einem Kampf mit Conor McGregor hatten, sehen sie in ihm jetzt eine gewisse Schwäche und sind der Meinung, dass er einfach nicht mehr so eine Gefahr darstellt wie früher, nachdem er jetzt ein paar Mal besiegt wurde, und sehen in ihm einen leichten Moneyfight. Hinzu kommt die aktuelle Verfassung von Conor. Er ist, wie man in seinen letzten Bildern sehen kann, nach dem Beinbruch etwas angeschwollen und wiegt im Moment etwa 87 Kilogramm. Und das nicht, weil er fett geworden ist, sondern weil er so viel Muskulatur aufgebaut hat. Ich wurde ja in meinen letzten Videos ordentlich kritisiert und mir wurde ja Conor McGregor-Bashing vorgeworfen, weil ich gesagt habe, dass er nach diesem Beinbruch höchstwahrscheinlich irgendwas nehmen wird wie Wachstumshormone, damit das Bein einfach schneller abheilt. Ich denke aber, sein aktueller Körperbau wird auch bei den letzten Zweiflern ein wenig Verdacht auslösen, dass er aktuell an irgendwelchen Vitaminen nuckelt, um einfach schneller wieder fit zu werden. Das Problem ist jetzt aber gar nicht, dass er was nimmt und ob er überhaupt was nimmt. Ja, das Thema lassen wir alles mal beiseite. Sondern für gewöhnliche Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht so sehr mit Kampfsport befassen, sieht er dadurch vielleicht viel gefährlicher aus und die denken, wow, schaut mal, wie krass er jetzt gebaut ist, im nächsten Kampf wird er komplett alles demolieren und jeden zerstören. Doch jeder, der etwas mehr Erfahrung im Kampfsport hat, weiß, dass eine übermäßige Muskulatur einem Fighter meistens schadet. Es wird für Conor deutlich schwerer werden, dieses zusätzliche Gewicht, diese zusätzliche Muskulatur abzukochen, um das Gewichtslimit von 70 Kilogramm für diese Gewichtsklasse zu erreichen, ohne sich beim Weightcut komplett zu demolieren. Man hat schon zum Beispiel im Kampf gegen Nate Diaz gesehen, dass er bei 77 Kilogramm recht große Schwierigkeiten mit dem Gewicht hatte und schnell außer Atem war. Wie wird seine Leistung dann erst ausschauen, wenn er noch mehr Muskulatur mit sich trägt, die weitaus mehr Sauerstoff braucht, um anständig zu funktionieren?
Ich glaube, dass Conor mit der Entscheidung gegen Oliveira zu kämpfen einen riesigen Fehler macht. Ich verstehe es, er ist der größte Superstar, den die UFC jemals gesehen hat und es wird noch eine Weile dauern, bis einer wie er wieder auftaucht. Und er will halt einfach nur diese großen Super Money Fights und Titelkämpfe machen. Aber nach zwei brutalen aufeinanderfolgenden Niederlagen und nach so einer Verletzung direkt den Titelkampf gegen Charles Oliveira zu machen, ist meiner Meinung nach einfach nur verrückt. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich glaube, dass Charles Oliveira für Conor McGregor nochmal deutlich gefährlicher ist als Dustin Poirier. Wir haben gesehen, was Oliveira mit Dustin gemacht hat. Was für ein extrem hohes Tempo er gegen ihn gefahren ist und wie erschöpft Poirier bereits nach der ersten Runde war. Klar, Dustin hat ein paar harte Treffer bei Oliveira gelandet und ihn auch kurz runtergeschickt. Und auch wenn Conor einen klaren, sauberen Treffer bei ihm landet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht runtergeht, auch sehr hoch. Aber der Typ hat in seinen letzten Kämpfen gezeigt, was für ein unfassbar harter Brocken er ist und dass er sich nicht einfach so ausnocken lässt. Michael Chandler und Poirier sind beide bereits daran gescheitert, ihn auszunocken, obwohl sie ihn clean getroffen haben und sie möglicherweise über genauso viel, wenn nicht sogar über mehr Power verfügen als Conor. Was Conor hatte und was ihn früher so gefährlich gemacht hat, war seine extreme Präzision und sein Timing, wodurch er immer wieder die Knockouts gefunden hat. Er war in der Lage, die Gegner mit seiner linken Hand zu überraschen und ihnen dadurch die Lichter auszuknipsen. In den letzten zwei Kämpfen hat man aber durch die immer wieder langen Pausen gesehen, dass dieses Timing und die Präzision einfach nicht mehr vorhanden sind. Wenn Conor es also nicht schafft, Charles Oliveira direkt zu Beginn der ersten Runde oder schon in der ersten Runde auszunocken, wie hoch stehen dann die Wahrscheinlichkeiten, dass er diesen Kampf tatsächlich gewinnt? Conor hat über die Performance von Dustin in der zweiten Runde, als er von Oliveira am Boden bearbeitet wurde, gelacht. Aber könnte er sich selbst in dieser Situation wirklich besser verteidigen? Immerhin wurde er von Dustin auch schon ordentlich im Boden rangenommen und Oliveira ist dort nochmal um einiges besser als er. Wird sich Dana White an sein Wort halten und Justin Gaethje den Titelkampf geben oder ändert er doch seine Meinung und geht nach dem Money Fight und gibt Conor den Kampf? Also ich kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen aus der Sicht von der UFC, wenn sie Conor diesen Kampf geben, denn auch die UFC weiß, wie viel Geld ein Conor McGregor bringt und dass nach Conor McGregor lange Zeit niemand mehr kommen wird, der ansatzweise so viel Geld einscheffelt wie er und die wollen diese Welle natürlich auch noch so lange reiten wie möglich. Bis Conor aber tatsächlich wieder fit genug ist, um ein richtiges Fightcamp zu starten und dann wieder in den Käfig zu steigen, wird es locker noch ein halbes Jahr dauern und mal sehen, was bis dahin überhaupt noch passiert. Nach der letzten Niederlage gegen Dustin dachte ich zwar schon, dass seine Karriere vorbei wäre und dass er nie wieder zurückkehren würde. Jetzt kommt er zwar nochmal zurück, aber jetzt glaube ich wirklich, also wirklich, wirklich, wenn er jetzt gegen Charles verliert, dritte Niederlage aufeinanderfolgend, dann sehe ich einfach nichts mehr in dieser Karriere, dann glaube ich wirklich, dass er zurücktreten wird. Auch wenn ich gerne an dieses Märchen-Comeback glauben würde und einfach nochmal gerne sehen würde, wie Conor McGregor sich einen Sieg holt, glaube ich wirklich, dass es ja einfach eine sehr, sehr harte Nuss wird. Aber jetzt sage ich euch mal, was der absolute Masterplan und mein Traum wäre. Stellt euch einfach mal vor, Conor McGregor gewinnt im Titelkampf gegen Charles Oliveira, verteidigt dann den neu gewonnenen Titel gegen Islam Makhachev erfolgreich und dann kommt Khabib zurück, um sich an Conor zu rächen. Und wir bekommen Conor McGregor gegen Khabib 2 zu sehen. Ich weiß, das ist eine absolute Träumerei und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist niedriger, als wenn ich morgen Lotto spielen gehe und dann den Jackpot gewinne. Aber ein bisschen träumen kann man ja auf jeden Fall noch. Hiermit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir mal kurz eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Daumen hoch, Kommentar, all das ganze Zeug, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und ja, ciao, ciao.